Und damit willkommen zurück, jetzt im dritten Anlauf bei Dark Arcana, der Jahrmarkt. Ein weiteres Wimmelbildspiel aus dem Hause von Artifex Mundi. Gibt gar nicht groß viel zu erzählen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir machen natürlich erweiterter Modus. Auf geht's. Benötigst du eine kleine Einführung? Nö. Hi. Please, can you find my mommy? Just in time, Detective. The park's on lockdown. Girl's mother disappeared without a trace. Usually it's the other way around, but this case has been weird from the get-go. I had a bad dream about a very evil place. And now my mommy is lost. The missing woman's name is Susan Jones. I'll keep her daughter in my personal custody while you interview this so-called manager. He's waiting for you. At least he better be. Here, take this photo. It's my mommy. Please help her before something bad happens. Okay. Super, erstes Achievement direkt bekommen. Was haben wir hier? Die Attraktion des Jahrmarkts scheint harmlos, aber irgendwie scheint nicht mit rechten Dingen hier vor irgendwas zu passieren. Okay, hier ist sonst nichts Interessantes. Wer ist das denn? Excuse me. Aha. Der Herr Direktor. That was weird. That was weird. Wilde Tiere aus Afrika, 1975. So, er hat das da oben drauf geschmissen. Da kommen wir natürlich jetzt so erstmal nicht dran. Was haben wir hier? Der Wahrsagerautomat sagt die Zukunft nur gegen eine Gebühr voraus. So, wir haben direkt ein Wimmelbildspiel. Was ist das denn? Monaco. Wie funktioniert das? Ist egal. Ich will sowieso lieber die Wimmelbilder machen. So, wir haben ein Nummernschild, einen Kugelschreiber und einen Dominostein. Das kann übrigens sein, dass hier nachher die Shannon sitzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo sie gerade rumläuft. Ja. Sie sitzt dann da hinten und muss ein bisschen was machen. Aber ich hatte gerade heute meinen Payday 2 Only Stream, meinen zweiten. Und den habe ich dann nach 5 Stunden, glaube ich, beendet. Ja, und jetzt nehme ich noch ein bisschen auf. Jetzt müsst ihr erstmal wieder gucken. Woher was ist, ist schon ein bisschen her, dass ich ein Wimmelbildspiel gespielt habe. Kommt sie? Ja, da kommt sie. Da ist sie. Da ist sie. Brauche ich denn ein Schnurrbart? Ein Auge. Ist da? Eine Pyramide ist da. Handschuhe sind da. Ein Dominostein. Das war doch kein Dominostein, das sah aus wie so eine Crackerbox. Ah ja. Da ist das Nummernschild. An meinem Cursor. Ah, da. Siehst du, Shen kommt rein, sieht sofort den Teebeutel. Die sieht sofort den Teebeutel. Witziger wäre es gewesen, wenn es eine Polybier gewesen wäre. Da ist die Hantel. Da drückt jetzt demonstrativ aus dem Bier. So, der Tennisball. Jetzt brauchen wir noch den Knopf. Knopf, den sehen wir offenbar noch nicht. Oder wir müssen damit noch irgendwas... Ah, hier. Da. Wunderbar. Mit weniger als 5 falschen Klicks. Sehr gut. Wir haben einen Knopf gefunden. Können wir mit dem Knopf den hier...
So, was bekommen wir denn? Du wirst einem großen dunklen Fremden begegnen, doch gib acht. Vor ihm musst du auf der Hut sein. Ja. Tja, irgendwas macht. Ach, guck mal da. Ist er das aus. Nightmares from the Deep 2? Da war da auch so ein Affe. Okay. Wo ist der? Ach, da ist die Banane. Okay. Da muss ich wahrscheinlich jetzt. Finde heraus, welches Spielzeug nützlich sein könnte und bewege den Greifer so, dass du es herausholen kannst. Wahrscheinlich die Banane. Jawohl. Was war das denn? Unbelievable. Die Spiegelung hat sich verändert. Okay. Bitteschön. Eine Plüschbanane. Oh, guck mal. Wie er einfach mit der Banane kuschelt. Was bist du denn hier? Das nehmen wir mit. Da können wir noch nichts weiter machen. Dann gehen wir wieder raus. Hier fehlt was. Nee, ist so ein Automat. Da kommen wir zu dem hin. Ohne Griff kann ich ihn nicht öffnen. Jetzt habe ich einen Hammer. Eine Karte habe ich noch gar nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Bitte finden Sie meine Mama. Da fliegt der Adli Krähe weg. Da kann ich mir nur das hier angucken. Aber hier ist sonst nichts weiter. Okay, dann gucken wir nochmal hier durch. Da ist nur das Ding mit dem Ding da oben. Da komme ich nicht dran, oder? Hier, nimm den Hammer und hau gegen dagegen oder so. Nee, klappt leider nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass der Rummel eine Menge Geheimnisse hinter seiner lustigen Fassade versteckt. Das kann durchaus sein. So, können wir dann hier mit dem Hammer draufhauen? Hilft das? Achso, ich wollte schon sagen. Nein, nicht mit dem Hammer fürs Füßchen. Oder hat Shen schon recht? Jetzt hätte ich fast das Spiel ausgemacht. Bin zu weit nach oben. Ich wollte da oben schon das X drücken. Komme ich denn... Vielleicht kann der Affe ihn holen. Okay, ich muss den Affen erst befreien. Was haben wir denn da? Ah, das geht so einfach auf. Guck mal, jetzt... Oh, guck mal. Ach, guck mal, jetzt ist das unser kleiner Helfer. Ist das jetzt quasi wie dieser Elektrovogel aus Clockwork Tales? Ja, danke, mein Freund. Dann kannst du mir wahrscheinlich auch noch das da oben holen, oder? Obwohl, da steht Affe. Ich glaube, der bleibt bei uns tatsächlich. Der geht auch immer wieder genauso rein, dass er reinpasst. So. Sortiere die leuchtenden Gegenstände zu den passenden Kunststücken und Künstlern. Wechsle zwischen den geöffneten Schiebern, in denen du den Griff betätigst. Okay. Fehlt eine Hantel. So, da kommt das Trapez hin. Da ist die Hantel. Da kommt das Kaninchen rein. Pöck. So, du kommst dahin. Das Schwert kommt wohin? Jetzt kriegt hier der Schlucker. Der Clown braucht was in der Hand. Der kriegt den Kuchen an. Platsch.
Der kriegt das dahin. Da fehlt eine Kugel. Wo ist denn noch eine Kugel? Ach, da, ein Ball. Achso, der kommt dahin. Die Lunte kommt dahin. Feuer! Pam! So, und dann können wir da die Tür aufmachen. Kriegen wir das dahin. Ja, wunderbar. Büro des Direktors. Sehr gut, ich muss gleich entschlüpfen. Was ist das denn? Da ist die Mama. Bloody Mary ist zurück. Susan Jones. What's going on here? Okay, dann schauen wir uns den Schreibtisch hier erst an. Dann nehmen wir das Spielkabinett mit. Assistentin von Messerwerfer tot. Der legendäre Messerwerfer verfehlte bei seinem Auftritt das Ziel. Das Messer traf Alice Baker, Jims Ehefrau und Assistentin. Die Frau starb in den Armen ihres Geliebten. Der Direktor scheint viel zu trinken. Ich frage mich, welche Erinnerung er zu ertrinken versucht. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Der berühmte Jim Gibson schlägt zurück. Jim Gibson? Ist das nicht der hier? 25 Jahre nach dem schrecklichen Unfall kehrt der pensionierte Messhelfer in sein neu formiertes Team der Jahrmarkt in unsere Stadt zurück. Ich habe beschlossen, meine Truppe wieder zusammenzutrommeln, sagte Gibson. Denn der Jahrmarkt ist mein Leben und anders als Alice die einzige Liebe meines Lebens. Ich werde jedoch nie wieder diese schicksalhaften Auftritte wiederholen. Unsere langjährigen Leser erinnern sich möglicherweise noch an Jims Frau, Alice Baker. Sie wurde während Jims berühmter und äußerst gefährlicher Nummer der blinde Werfer von einem Messer getroffen. Ach, ich kann mir schon vorstellen, bestimmt versucht er die jetzt irgendwie wieder zu beleben. So. Was haben wir da? Eine Karte. The Carnival Map. The Carnival Map. Okay. Ja. Das ist der Unfall gewesen. Was haben wir hier? Denver. Publikumspreis. Da fehlt ein Messer. Was ist das? Erstes Zahnteil. Was haben wir hier? Da fehlt eine Kombination. Ist hier irgendwo sonst noch was? Die Truhe. Da brauche ich einen Schlüssel für. Was habe ich denn? Torschlüssel. Okay, dann. Ach nee, Quatsch, weg. Gehen wir erstmal dahin und benutzen hier den Schlüssel. Ohne Schloss. Ach Gott, das Schloss ist auch noch kaputt. Ja gut, dann nehmen wir mal hier die Karte und treten in das Spiegelkabinett ein. Wow! That was no magic trick. Susan Jones really is trapped in the mirrors. Ist trapped. Clownsnase. Da haben wir ein Wimmelbild. Okay, aber das Wimmelbild lösen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle. Lasst gerne eine positive Bewertung da oder einen Kommentar. Das klingt wie Herr Tutorial, aber macht nichts. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Let's Wimmel Dark Arcana der Jahrmarkt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss!